Unsere Tour beginnt heute am späten Abend. Die erste Location wird renoviert, also fahren wir weiter. Mittlerweile ist es 23 Uhr. Wir befinden uns auf einem Feldweg mitten im Nichts, als plötzlich ein Auto an uns vorbeifährt, stehen bleibt und wendet. Herr, wie unheimlich ist das? Vielleicht haben die auch einfach nur jemand nach Hause gefahren? Ich dachte gerade, der hält an und dreht wieder, fährt wieder rückwärts. Damit nicht genug. Das Auto fährt ein zweites Mal an uns vorbei, hält wieder und wendet erneut. Wir beschließen, in unser Auto zu flüchten und einen Moment zu warten. Oh, hallo, lass bitte deine Tür verriegeln. Wir haben ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Der wird ja schon wieder langsamer. Alter, wie unheimlich ist das bitte? Der hält an. Als das Auto schließlich in eine Seitenstraße einbiegt, machen wir uns auf den Weg zur Location. Irgendwie blitzen jedoch ständig seltsame Scheinwerfer oder Lichter im Wald auf. Es ist wieder weg. Nee, da ist es wieder. Es ist wieder weg. Und ich leuchte wirklich konstant auf dieselbe Stelle. Es ist wieder weg. Boah, Kacks, ich hab so Schiss, ne? Das ist so fucking unheimlich. Was ist denn das? Auch in der Location selbst sehen wir kurz rotes Licht. Wo denn? Wo? Da drin ist rotes Licht? Ja, dann waren die anderen Leute auch Airbagser, ganz einfach. Deswegen sind die auch so komisch hin und her gefahren, wie wir auch. Der Ort stellt sich jedoch als eine alte Scheune heraus und ist innen drin komplett entkernt. Als auf dem Rückweg das Auto zum 8. oder 9. Mal hält und wendet, beschließen wir, unsere Tour am nächsten Tag fortzusetzen. Und wir werden belohnt mit einem wunderschönen verlassenen Wohnhaus. Macht ja nichts. Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Kax unterwegs und wir sind heute hier, um uns ein verlassenes Haus anzuschauen, was wohl mal einem Jäger gehört hat oder einem Falkner oder so. Ich habe nicht so viele Informationen, aber ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding mal an in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, auf der anderen Seite sind Wohnhäuser, First, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten stehen wir hier in der Küche und hier sind auch direkt Zeitungen bzw. Kalender und Daten von 2017. Ist das eine Windel? Nee, ich dachte kurz. Gut, hier ist ein Kalender, wo noch Sachen eingetragen sind. Restmüll, Julia. Hier, 30. Samstag. Passt nicht ganz, aber fast. Ernst, Kalendername, Restmüll, Donnerstag, Küken. Okay. Und hier geht's ins Wohnhaus, Leute. Und es ist einfach. Lass mal gucken, ob da vorne, ob wir da sichtbar sind. Da wird nämlich neu gebaut. Erster Eindruck, Leute. Ein super schönes Haus. Hier ist keine Zerstörung. Richtig, richtig geil. Wir stehen hier im Wohnzimmer. Und hier kann man auch sehen, dass der Typ Jäger war. Da hängen eine Menge Geweihe. Da steht, das ist auch interessant hier. Das Reh, ich kann es gar nicht genau erklären, ein bisschen nach Tod irgendwie, nach Tod, ja. Hier auf der Fensterbank die Blumen komplett verdorrt und vertrocknet. Eigentlich so an sich schönes Grundstück. Und hier ist noch alles da, Leute, alles an Einrichtung ist da. Hier liegt sogar noch die Zartbitterschokolade, Wahnsinn. Ich war hier, du nicht, rufe dich nachher an. Okay. Die Schokolade ist da irgendwie aufgebrochen und angeknabbert. Eine Feder liegt hier auf dem Tisch. Eagles, Hawks and Falcons. Ach, deswegen das Haus des Falkners. Der war wohl auch sehr vogelverliebt. Krass, Leute. Keine Zerstörung hier. Super guter Zustand. Schränke schauen, auch hier noch alles eingerichtet. Geschirr noch alles da, Bücher sind da. Hier ist irgendeine alte Schatulle. Okay, da ist nichts Besonderes drin. Ganz, ganz viele Vogelbücher. Atlas über Naturschutz, Atlas über Falken. Also würde ich sagen, wissen wir, hier hat ein Mann gewohnt, der irgendwie Falkner war. Denn auch hier in dem Schrank
Das ist ein ausgestopfter Vogel. Vielleicht ist auch das, was so ein bisschen riecht. Ich weiß nicht, dass hier überall ausgestopfte Tiere sind. Keine Ahnung. Da oben ein Marder. Und auch hier alles noch, alles eingerichtet. Auch noch mal Vogelbücher. Und irgendeine CD oder Fotos. Ganz viele Fotos von Vögeln. Okay, also wirklich ein vogelfanater Mensch. Auch die Teller-Dekoration hier zwischen Weihnachtskugeln. Die Ledercouch, alles noch so, als würde gleich jemand zurückkommen. Super schön, Leute. Richtig krass. Hier war ein kleiner Balkon noch. Ich weiß nicht, ob das Haus da, Leute, ob da schon jemand drin wohnt, ob das neu gebaut ist oder ob das noch lost ist. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen, weil da ist auch eins. Hier liegen nämlich auch noch ein Auto. Boah, ist ein bisschen heiß hier. Ich würde ja fast den Vorhang zuziehen, aber... Weil hier sind ganz viele Briefe. Mein Antrag auf Einfuhr von Zweithabichtskenzen. Kenzen? Zweithabichtskreuzen. Von zwei Habichtskreuzen. Also, mein Antrag auf Einfuhr von zwei Habichtskreuzen. Sehr geehrte Frau, ein anderes korrigiertes Ausfuhrdokument für die Nachzucht. Okay, also hat er auch gezüchtet. Der war also tatsächlich auch Vogelzüchter. Das Fenster gefällt mir nisch immer noch nicht. Hier stehen wir im Flur. Was ist das denn? Ist das eine Leiter zum Dachboden oder was? Mhm. Junge. Was? Hier ist das Badezimmer. Ich habe was gehört. Ach, das ist der Regen. Oh mein Gott. Da liegt ein Föhn in der Badewanne. Krass, okay. Guck mal, auch hier das mit dem Hut und dem Mantel, wie das noch da hängt. Was ist hier? Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, Bügeleisen. Noch eine Menge Stuff hier liegen. Herz und Vorstand für Tiere. Schlüssel. Ein lebender Vogel im Karton. Leute, der hat auch richtig damit gehandelt. Greifvögel. Auch noch ein paar Bilder. Also der hat Vögel quasi importiert und auch gezüchtet. Krass. Quarantänestation Eulenhof. Von 2017 alles. Auch nochmal ein Geweih. Upsi. Was ist da? Schlafzimmer? Boah, auch das wirklich im Top-Zustand, Leute. Das Bett ist einfach gemacht. Da hinten auch nochmal Bilder mit Vögeln. Kein Hinweis darauf, warum das hier in so gutem Zustand verlassen ist. Ich finde auch die... Krass, die Krawatte und so. Es sieht ja auch noch nicht so alt aus. Aber auch die Klamotten und alles sieht nicht so aus wie ein ganz alter Mann. Sondern so weiß ich nicht. Hier sind Bilder. Oh. Ein schöner Hund. Vielleicht war er das, ja. Mit einem Hund am See. Und hier steht irgendwas. Kalt wird die Dauerwurst abgeräuchert. Ehe sie in die Rauchkammer gehängt wird, wäscht man sie noch einmal. Von 59? Vielleicht ist das ein altes Schulheft von ihm. Ja, Ernst. Das ist der Name. So hieß der Typ. Der hieß Ernst. Und das ist anscheinend sein altes Heft. Aber dann 59. Wenn der 59 in der Schule war. Das, ja, so wie das aussieht, ist das hier Grundschule. Gut, das Betäuben der Schlachttiere. Sowas hast du ja nicht in der Grundschule, oder? Krankheiten der Schlachttiere. 57, aber die Schrift sieht noch sehr jung aus. Dann kann man sagen, war der 57 vielleicht, weiß ich nicht, 15, 16, 17 oder so? Das heißt, er ist jetzt, wäre jetzt wie alt? Also 70, 80? Ja, 80. 80, so um den Dreh. Da geht's in den Keller. Die Tür wird ja eigentlich aufgewesen. Nee, ist abgeschlossen. Da stinkt nach Vogelkot. Ja, das wundert mich hier fast gar nicht. Relativ kleines, aber super schönes Haus. Ups, was ist das hier? Ich dachte, das wäre ein Rollator. Leute, wir schauen einmal auf den Dachboden, auch wenn ich nicht weiß, ob da diese Leiter hier ist. Für dich vielleicht, für mich nicht. Sehr interessant. Oh mein Gott, da passe ich gar nicht durch mit dem Sack. Oh,
einmal umgucken. Oh, ich hab mich gerade so vom Schatten erschrocken. Hier ist auch nichts. Nichts Spannendes. Nee. Dann würde ich sagen. Ah. Schauen in den Keller. Dann machen wir noch einen Abgang, weil das Ding halt wirklich richtig krass an der Straße liegt. Jetzt weißt du auch, warum es hier so nach Vogelkot stinkt. Hier sind Kisten, Leute. Sag mir nicht, der hat darin die Vögel gehalten. Ach du Schande. Oh mein Gott. Ey, der hat eine Sauna. Oh, der sind Vögel. Ja. Hier sind ganz viele Vogelkäfige, aber Leute, nicht besonders schön. Ja, es stinkt tatsächlich sehr nach Vogelkot, aber schön wäre das jetzt unbedingt nicht. Krass. Ja, also wahrscheinlich echt so ein Züchter. Hier war eine Waschmaschine, Heizung, T-Shirts, lustigerweise auch ein Vogel drauf. Du Schande. Oh mein Gott. Hier war ein ganzer Raum davon. Hatte hier einen ganzen Raum mit Vögeln. Guck mal, wie verschissen die Wand ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Hier auch. Ach du Schande. Ich weiß nicht, ob das noch tierkonform war, was der hier fabriziert hat. Heizungskeller nicht ganz so spannend. Hier liegen noch alte Bilder von Tieren, Löwe oder sowas. Ich würde sagen, nachdem es hier eben irgendwie komischerweise gepoltert hat und wir so ersichtlich sind an der Straße, dass wir uns mal hier wieder rausmachen. Sehr, sehr kleines, aber krasses Haus irgendwie. Boah, und echt, ihr könnt es euch nicht vorstellen, das stinkt, ey. Wahnsinn. Geht's? Oh, da war gerade ein Mann, aber der hat uns nicht gesehen. So, jetzt sind wir safe, jetzt sind wir draußen. Hauptsache ein Leitpfosten im Garten, ey. So, Leute, in diesem Sinne, kleines Häuschen, überschaubar. Aber sehr, sehr schöne Location, sehr krass, kaum Zerstörung. Der Vogelzüchter. Das Wetter spielt mal wieder nicht mit. Wir machen es jetzt trotzdem weiter zur nächsten Location. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Auf dem Weg zur nächsten Location müssen wir an einem Feldweg wenden. Das klappt allerdings nicht so wie geplant. Wir fahren uns fest. So, Leute. Worst-Case-Szenario. Wir haben uns mal dicke festgefahren gerade. Hallo. Auf dem Weg zur Location. Was eine Tour. Gestern Nacht dieses komische Auto. Jetzt haben wir uns hier festgefahren im Schlamm. Wir versuchen gerade, im Übrigen schon Aua getan. Hier ist eigentlich eine Stange. Es gibt so eine Stange, um es hier festzumachen. Die passt nicht. Das Gewinde passt nicht. Wir versuchen es jetzt rauszuziehen, weil mit Schieben kommen wir nicht weiter. Der Versuch, das Auto zu schieben, Bretter drunter zu legen und es zu ziehen, funktioniert alles nicht. Das funktioniert nicht mit dem Rausziehen. Wir hatten Glück, dass zufällig jemand mit einem Geländewagen vorbeigefahren ist, der uns aus dem Schlamm gezogen hat. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, Leute. Unfassbar, hier kam. Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit gewesen? Hier kam ein Ford Wrangler-Mensch vorbei. Also ein Mensch mit einem Wrangler, das war gar kein Ford, ne? Egal. Auf jeden Fall ein Mensch mit einem Geländewagen. Und ja, dieses Gewinde passt übrigens doch für alle, die dieses Auto haben. Ist ein Skoda, was? Octavia. Das Skoda Octavia. Die Gewindestange dreht man links rum. Wer soll denn darauf kommen? Also wirklich. Ich habe schon viele Touren erlebt, aber eins habe ich gelernt. Egal was passiert, egal welche Location, langweilig werden die Touren nie, sobald man die Komfortzone verlässt.